In dem Fall, grüß Gott miteinander. Ja, ich glaube, ihr wisst alle, um was es geht. Und gestern Abend beschlossen, dass wir den Trainer austunschen. Und da möchte ich mich jetzt einfach gleich informieren und auch die Fragen beantworten. Wie das sehr hängt, wissen wir jetzt, wer der Nachfolger ist, ist der Mladen Posavec, wo bis jetzt Amateurtrainer gewesen ist. Der wird jetzt mal zum Helge Dessert beantreten. Wer mich kennt, weiß, wie schwer mir tut, bei so einem Wechsel. Ich habe lange am Trainer festgehalten und weiß nicht, ist heute der Mond so gestanden, dass es überall Trainerwechsel gibt, Schalke bis St. Pölten, bis Geluschno. Ja, jedenfalls haben wir heute diesen Wechsel oder gestern Abend vollzogen. Ich möchte an der Stelle auch nochmal Danke sagen zum Helgio, wenn er nicht da ist. Die Zusammenarbeit war immer eine angenehme mit ihm. Ich hätte sehr gerne bis zum Vertragsende das so weitergemacht, aber leider haben die Ergebnisse das nicht zugelassen. Wir sind ohne Niederlage vom letzten Platz dabei. Und da ist in der Saison nur mit ganz großen Erwartungen eingegangen sind. Jo. Ich habe mit dem Helge vereinbart, dass wir fliegen heute am Nachmittag noch nach Moldawien mit der Nationalmannschaft und dass wir am Montag reden, ob es eine Möglichkeit gibt, dass er auf irgendeine Weise im Verein weitermacht und erhalten bleibt. Die gestern war absolut in Ordnung und freundschaftlich. Das tut immer weh und es gibt immer Enttäuschte, das ist überhaupt keine Frage. Ja, und dann geht halt die neue Ära an, der neue Mahuk hat neben mir. Ich sollte die Austria wieder auf Vordermann bringen. Es ist die Woche, oder ich glaube am Montag, hat der Christian Adam eine Randspalte den gehabt, dass der Abstand zu Alltag noch nie so groß gewesen ist. Und das ist jetzt ein Bericht gewesen, Christian, wo er nur sagen kann, es ist absolut in Ordnung, es ist zu 100% gewahrt und es ist im Moment so, wir werden das so, dass sich das wieder wandelt und wir haben da, wie richtig geschrieben, erst im Jahr 2012 ist es schon mal anders gesehen und wir werden das so, dass es wieder anders wird. Dazu brauchen wir eine Aufbruchsstimmung und brauchen einfach neue Impulse. Ich hoffe, wir schaffen diese Trendwende. Aber Fakt ist, dass wir momentan ganz klar Nummer 2 sind und ganz fest rudern müssen, wenn wir da wieder reinkommen werden. Aber Fußball ist eine Wählergeschichte und wir haben, wo ich bei Austria angefangen habe, als Funktionär waren wir hinter Alltag. Wir haben uns dann überholt für viele Jahre und jetzt haben sie uns wieder und jetzt hoffen wir, dass das dann halt wieder einmal umgekehrt ist. Ich glaube, dass der Austria genug Kraft hat, um da wieder rauszukommen. Und ich erinnere gerade an das Jahr 2000, wo wir abgestiegen sind aus der Bundesliga. Da hat der damalige Präsident des damaligen Bundesliga-Clubs aus der Jahreshauptversammlung verkündet, wir haben die Austria nicht nur überholt, wir haben sie vernichtet. Uninehmer, als Fachleute wissen wir alle, für wen wir reden. Und gesehen, wie schnell es gegangen ist, bis es wieder umgekehrt gewesen ist. Aber wir müssen im Moment Alltag gratulieren zu dem Stand und wir müssen auch uns sehr gewaltig schaffen, dass man da wieder rauskommt. Dazu sind wir absolut gewillt. Und ich hoffe, dass wir trotzdem für die Medien interessant bleiben, die wir heute sehr haben, ist das ja der Fall. Und ich möchte auch bei der Gelegenheit, das schon mal auch sagen zum Parallelüter. Die Berichterstattung in der Neuen, wo wir eigentlich ein gutes Verhältnis haben, war nicht objektiv, war nicht fair, war nicht in Ordnung. Und wenn ohne Rücksprache Dinge platziert werden, wo einfach jeder Grundlage entbehrend, ja, ist das damit auch ein Schrägsinn
wo vielleicht unsere Zusammenarbeit mit dem Trainer nicht gut da hat, möchte ich da gesehen haben. Aber wir sind kritikfähig und es stimmt, dass wir Nummer 2 sind im Moment, eindeutig. Ich finde das nicht einmal so schlecht, prinzipiell vom Platz her, weil Zweiter geht schon. Aber wir spielen nicht den Fußball, den wir gerne hätten. Und wir werden jetzt alles tun, dass man dort wieder reinkommt. Der neue Trainer sitzt bei mir und ich sage, fragen Sie einfach mal erklären, wie er sich vorstellt, oder mehr, wenn Sie noch Fragen haben zur Vergangenheit. Das stehen wir gerne zur Verfügung. Was war der ausschlaggebende Punkt, um zu sagen, okay, die Zusammenarbeit mit dem Kollwitzer geändert? Ja, mein Gott, der Vater Maron hat einfach das Spiel in Linz. War noch am, glaube ich, kann fast sagen, ein großartiges Spiel gegen Liefering, also einfach ein totaler Tiefschlag. Wir haben einfach gesehen, dass wir keine Konstanz drin haben, dass wir auch kein, wir sind kein Team im Moment, wir haben Einzelkämpfe, sind einfach zu viele Dinge, die nicht gerade und gehörig laufen, und das war eigentlich noch nicht mehr probiert, das miteinander machen, aber ich glaube, dass diese Ungewissheit weder dem Helge gut dauert, noch mehr gut dauert, noch dem Verein gut dauert. Und wir müssen jetzt einfach klare Verhältnisse schaffen. Der ausschlaggebende Grund ist einfach, dass wir so weit hier sind und einfach diese Platzierung unseren Ansprüchen nicht entspricht. Darf ich gleich ansetzen? Ja. Wie hat der Helge selber darauf reagiert? Der Helge hat eigentlich, abgesehen von der normalen Enttäuschung, sehr gut reagiert und hat auch gesagt, dass er sich vorstellen kann, so mit dem Club in irgendeiner Art Bieter zu schaffen. Und da würden wir uns am Montag treffen und schauen, ob da irgendwas möglich ist. Right. Ja. Du hast vorher selber betont, und wir haben das ja immer wieder, oder in unseren Gesprächen ist ja immer wieder rausgekommen, nicht nur jetzt beim Wege, wie schwer du das dir tust bei Trainerentlassungen. Muss man jetzt sagen, gestern Abend ist der Druck von den Vorstandsmitgliedern so groß geworden, dass du dich umstimmen lassen hast, oder hast du selber gesagt, so war es dann wieder? Nein, der Druck von Vorstandsmitgliedern ist um nichts größer gewesen, wie er alt gewesen ist, der Druck. Und wenn ich überzeugt gewesen wäre, dass es richtig ist, dann könnte der Druck gerne so groß sein. Da bin ich stur genug, dass ich weitergemacht hätte. Ich kam ja auch hier in der Kurm verschanzen. Ich habe einfach das Gefühl gehabt, wir müssen was tun. Und das hat aber nicht immer mit der Qualität von einem Trainer zu tun. Man braucht einfach die Veränderung. Und ich glaube, dass der Helge gewisse Spieler in unserer Mannschaft nicht mehr erreicht hat. Und nachdem man in der Mannschaft austunchen kann, ist das, das, was im Fußball immer der Fall ist, muss man dann halt den Trainer. Jetzt sprichst du von einer neuen Ära mit dem Laden. Was ist die neue Ära? Heißt das, der Laden hat jetzt Zeit, um sich eine neue Mannschaft zum aufbauen, oder der Laden gibt jetzt einmal bis Ende Saison und dann schauen wir weiter. Und wie ist es mit dem Co-Trainer? Erstens einmal haben wir die Entscheidung erst gestern Abend getroffen. Natürlich war das Gesprächsthema am Sonntag, war es am Samstag. Und ist ja eigentlich schon viele Wochen, wir haben auch schon mit Trainern verhandelt im Vorfeld. Von außen mit Nöwa sind es nicht ganz schlüssig gewesen, was wir wirklich im Moment brauchen, wo fehlt das, was ist das, wo man sich eigentlich einig sind ist. Und da sind eigentlich auch die meisten Journalisten. Und ich war gerade letzte Woche in Wien auf einer Sitzung, alle Leute ohne Ausstellung noch kam mit ihrem Kader, mit den Spielern nicht so weit hier sind. Und wir wissen jetzt noch nicht genau, wir haben mit dem Laden nicht einmal einen neuen Vertrag, er hat nach wie vor den Amateurvertrag. Und jetzt lassen wir das Zeug gleich auf sie zugehauen. Der Laden hat mir gestern einmal klare Vorstellungen gesehen, wie er sich vorstellt. Das hat mir gefallen, das war dann auch der letzte Auslöser, dass wir es da haben.
weil da eine Philosophie dahinter ist, die ich mittragen kann, wo man gefällt. Und es ist eigentlich auch eine Klärfindung von unserem Daniel Ernemann, muss man ganz offen sagen, wo ich in die Richtung geredet hat. Und wir haben auch eine sehr positive Sicht auf einen Amateurspieler gehabt und wo er jetzt mit nicht dem allerbesten Material und mit vielen Jungen muss spielen und damit immer das Beste rausgeholt hat, nie gejammert, dass er dir nicht hat oder kein Profi oder irgendwas, sondern immer positiv drangegangen ist und die Sache gut gemacht hat. Jetzt lassen wir das ein kleines auf uns zukommen und werden dann weitere Zukunftspläne besprechen. Am Anfang ist der Co-Trainer jetzt auf jeden Fall dort dann mit dem Kara Osman zusammen. Der Hakan macht es gerne, laut seinen Aussagen. Der Mladen sieht auch, er kann sich gut vorstellen. Jetzt müssen wir es einfach ein kleines auf uns zukommen lassen. Und vielleicht wächst jetzt einfach noch mal gut zu, wenn es dann so gerne gelingt hat, so mit dem Helge irgendeine Vereinbarung treffen, dann wäre ich auch froh. An die Stelle, Frau Gnaden, auch was die neue Ära betrifft. Fangst du an? Ja, der Tabellenplatz verhasst nichts Gutes, aber die neue Ära, du hast den alten Co-Trainer, du hast vielleicht noch den Helge in anderer Funktion als Teamchef. Wie leicht, wie schwer ist das für dich als Trainer? Als erstes, ich bedanke mich zum Präsident und zum Daniel und ganzen Vorstand, dass ich diese Chance bekommen habe. Ich habe sehr hart und lang gearbeitet, um diese Chance zu bekommen. Deswegen ich freue mich besonders. Ich bin leicht aufgeregt, aber positiv. Jetzt komme ich zu deiner Frage, neue Ära. So weit denke ich nicht. Meine Konzentration ist grundsätzlich jetzt auf dem Training, der wird um 16 Uhr stattfinden und ich kann kaum erwarten, dieses Training zu gestalten. Dann kann ich einfach noch besseren Überblick bekommen über den Zustand von der Mannschaft, nicht nur körperlich, sondern einfach geistlich. Und dann werde ich sich konzentrieren auf die nächste Training, der stattfindet morgen früh. Und so Stück nach Stück möchte ich mit der Mannschaft weiterkommen. Was betrifft die Zusammenarbeit mit dem Hakan und Zusammenarbeit mit dem Helgi, das wird überhaupt keine Probleme, weil die Arbeit bis jetzt war nicht nur gut, sondern sehr professionell, nicht nur von meiner Seite, sondern auch von Seite von dem Helgi. Deswegen, ich habe vor der Besprechung mit dem Präsidenten und mit dem Herr Hubert, ich habe mit dem Helgi auch darüber geredet, über die Möglichkeit, dass ich Mannschaft übernehme. Und klar, das werde mich auch eine oder andere Info von dem Helgi, unabhängig von dem, ob er bleibt im Verein oder nicht, aussuchen oder seine Meinung zuhören. Am Ende werde ich entscheiden, wie und was weiter, was betrifft meine. Ich frage den Daniel, wenn es richtig gehört hat, war, was deine Empfehlung dem Laden für diese Funktion fortzusetzen, dass ich mit Hubert mal geredet habe, der Hubert hat gar nicht so gut gekannt. Was hat ihn dazu gebracht, den Laden zu empfehlen? Was hat er besonderes gekannt? Na, sagen wir mal so, in den letzten Wochen hat sich ja abgezeichnet, dass es eventuell zu einem Schritt kommen wird, bezüglich dem Cheftrainerposten. Und es wurden viele Namen außerhalb des Vereins ins Spiel gebracht und man saß einfach zusammen. Und dann habe ich gesagt, wir haben auch einen Amateurtrainer, der auch sehr gute Arbeit leistet. Und dass man ihn einfach auch zumindest mal mit berücksichtigen sollte und sich Gedanken machen sollte. Das war seine Arbeit auch schon gekannt. Ja, ich sehe die Spiele der Amateure und ich sehe auch die ein oder andere Trainingseinheit der Amateure und ich kriege auch ein Feedback der Spieler, sowohl der Profispieler, die bei den Amateuren spielen, als auch der Amateurspieler selber. Und das Bild ist bis jetzt sehr positiv gewesen. Ein paar Details vielleicht oder ein paar so besondere Dinge, die charakterisieren. Ich denke, dass der Mladen eine sehr konkrete Vorstellung hat von dem Fußball, den er sehen möchte, den er spielen möchte. Und das vermittelt er auch im Training. Und ich gehe davon aus, dass das in den ersten Trainingseinheiten das auch ein Schwerpunkt sein wird. Und das kann uns gut tun. Mladen, du hast, wie schon gelesen, eine UEFA Pro-Lizenz. Also du bist sozusagen im Besitz der höchsten
erforderlichen Trainerlizenz. Erzähl mal ganz kurz deinen Werdegang nach Beendigung deiner aktiven Fußballkarriere. Wie war es als Trainer? Wie waren die Schritte? Du hast die Lizenzen gemacht, etc. Also wenn ich erfahren habe von dem Ärzte und von dem ehemaligen Präsidenten von Schweizers Bregenz, dass ich erhalte keinen neuen Vertrag, und von dem Ärzte, die haben gesagt, dass meine Karriere eigentlich beenden muss, dann habe ich mir selber einfach gesagt, dass ich irgendwann wieder in Profifußball kommen werde. Also seit 14 Jahren, ich arbeite nicht nur als Trainer, sondern ich arbeite auf meine Persönlichkeit, auf meine Charaktereigenschaften, also beziehungsweise einfach die Voraussetzungen, um Trainer im Profibereich zu sein. Und das ist einfach ein Wissen, die man sammeln muss, um einfach seine Vorstellungen zu vermitteln. So habe ich einfach von dem UEFA C, UEFA B, UEFA A und schlussendlich jetzt letztes Jahr im August habe ich meine Pro-Diplom Arbeit gemacht, also alle Voraussetzungen, um einen Profi-Vertrag und Profi-Chance zu bekommen. Jetzt sitze ich hier und habe ich sich immer gedacht, wie wird es, wenn ich eigentlich vor dem so vielen Journalisten und Herren sitzen würde und diese Frage beantworten. Ich habe mir gedacht, wie ich würde mich fühlen. Ich fühle mich einfach super. Und wie ich habe schon gesagt, diese Überzeugung, dass ich machen das kann, das würde ich auch zur Mannschaft übermitteln, dass wir das können. So wie der Präsident gesagt hat, dass die allgemeine Meinung ist, dass die aus der Lustenau so eine starke Kader hat, ist desto etwas schwieriger für mich. Ich musste einfach ansehen, ob das die Kader wirklich so stark ist, wie die alle sagen. Und dann werde ich mich nach, sagen wir, erste Woche oder zwei Wochen einfach auch vielleicht bessere Bild machen können und meine Äußerungen über meine Meinung, wie die Kader ist. Aber ich würde alles daran setzen, um erfolgreich zu sein. Und dann bin ich garantiert, dass wir werden das erfolgreich. Und das wird sofort in Heidelberg. Ich wünsche mich mit ganzem Herzen, aber kann ich nicht 100% garantieren, dass wir werden erfolgreich. Das werden wir. Und ich bringe einfach aus der Lust an, wo er gehört. Aber das bin ich nicht nur ich dafür zuständig, sondern wir alle Fans, sogar ganze Vorarlberg, weil wir in Vorarlberg haben wir nur zwei Vereine, das ist die Alltag und Austria Lustenau. Deswegen bitte ich ganze Vorarlberg und Medien, uns unterstützen und aus dieser Situation rauszukommen. Ich würde nicht ich alleine selber das tun können. Das, was du bestimmt auch schon ein bisschen gesehen hast in der Saison von der Profimannschaft, ohne jetzt schon die Detaileinblicke zu haben, du sagst selber, du musst auch einiges das kennenlernen. Was hat aus deiner Sicht da nicht funktioniert auf dem Rasen? Aus dem Respekt gegenüber meinem Kollegen, ich möchte mich darüber überhaupt nicht äußern. Er hat seine Vorstellungen gehabt und er hat das im besten Wissen und Gewissen versucht, das zu tun. Jeder von uns hat eigene Vorstellungen, eigenen Rezept, wie er zum Erfolg kommen will. Man hat gesehen, dass die Mannschaft, vor allem von den Äußerungen von dem Spieler, da sind. Aber ja, ab und zu gibt es überhaupt keine Gründe oder sind die viele Gründe. Man kann nicht beantworten in so einem kurzen, das sind die einfach eine Analyse, die viele Sachen, viele Kleinigkeiten machen, eine große Teil. Leg los. Danke. Wie schauen die Ziele für die laufende Saison aus? Haben wir jetzt zurückgeschrubbt oder sieht man ihn nahe jetzt erst recht? Ich habe Sie, Entschuldigung, nicht richtig verstanden. Was meinen Sie, ob die was Ziele von dem Verein sind oder was meine Ziele sind? Die Ziele für die Mannschaft, wie die laufende Saison weiterhin angegangen wird. Sagen Sie, okay, jetzt erst recht, klar, Sie lernen die Mannschaft kennen, oder wird das jetzt einmal langsam angegangen und die Ziele eher zurückgeschraubt? Also meine persönlichen Ziele sind in erster Linie einfach, dass wir alle, und das vermitteln wir auch zur Mannschaft, in Gegenwart zu kommen. Dann wir wissen mal ganz genau, wo wir stehen. Und der Herr Präsident hat schon gesagt, wo wir stehen jetzt momentan. Deswegen die erste Konzentration liegt
in dem erfolgreich zu sein, aus dieser Situation rauszukommen. Was die Vereinsziele betrifft, das kann ich nicht beantworten, weil von Anfang an war ich nicht hier dabei. Also ich möchte aus der Lustenau dorthin zu fahren, wo die gehört. Und das ist einfach vordere Plätze vom Bundesliga, also Bundesliga, zweite oder typische Bundesliga, wie der heißt, ganz genau. Aber in erster Linie ist einfach die Mannschaft vor Spiel gegen Halbe zu vorbereiten, um dort erfolgreich zu sein. Und das würde ich sicher machen, was ich beeinflussen kann. Alles andere kann ich nicht beeinflussen. Schiedsrichterentscheidungen, Pfosten oder was immer noch. Aber was ich beeinflussen kann, das würde ich schon heute im Training tun. Mannschaften in dieser Situation, ich meine, die Außenwirkung hat selber gesagt, es ist eine ganz besondere Saison, man ist mit großen Erwartungen hineingegangen. Und jetzt ist die Situation einfach nach so vielen Spieltagen so, dass das Tabellenende winkt. Du weißt selber aus vielen Profijahren, es liegt zumeist im Kopf die Sache, dass der Kopf gelöst werden muss bei den Spielern. Jetzt haben wir auch gehört von Daniel, du hast ganz konkrete Vorstellungen, was Fußball betrifft. Kannst du mir vielleicht irgendwo hier ganz konkret ansetzen, ob es eine Möglichkeit gibt für dich hier tätig zu sein in dieser Hinsicht? Oder ob du das gar nicht so im Kopf siehst bei der Mannschaft? Als erstes, immer wenn sind die Erwartungen groß und die Ergebnisse passen nicht, so ist auch Enttäuschung. Das ist nicht nur im Fußball, sondern überall. Wenn man sich zu erwartet viel und das passt nicht, dann man ist immer enttäuscht. Klar, dass wenn man sieht, vom letzten Jahr, dass wir das aus der Lustenau zusammen mit dem Helge Kollwitz so einen zweiten Platz erreicht haben und dass in dieser Saison die Erwartungen mit den Neuzugängen war auch entsprechend groß. Die Ergebnisse sind nicht das, deswegen ist ist Enttäuschung auch so. Was betrifft die Köpfe von den Spielern? Die ganze Verantwortung ab gestern oder ab heute übernehme ich. Was die Spieler machen sollen, ist einfach sich konzentrieren auf ihre Aufgaben. Jeder auf eine eigene, auf dem Platz oder Position, wo er spielt. Das ist das Einzige, wo ich gearbeitet werde und wie ich sehe, wie wir kommen wir weiter. Das bedeutet, Domen-Position soll sich auf seine Sache konzentrieren. Zwei Innenverteidiger für seine Position, Stürmer für seine Position und dann aus den ganzen Kleinigkeiten kommt eine gesamte Mannschaft. Ich werde auf Ihre Frage beantworten, wenn geht nicht gut und genau auch, wenn geht gut, wenn geht schlecht. Aber ist ja nicht auch noch extrem schwierig. Ich meine, die Liga ist ja ausgeglichen. Es ist ja nicht so, dass da nur zwei Mannschaften sind, die dominieren oder alleine oder zwei Mannschaften, sondern im Grunde genommen kann fast jeder schlagen. Es gibt immer Überraschungen pro Runde. Ist das nicht auch vielleicht auch ein Grund, dass man vielleicht ein bisschen weiter hinten ist im Moment? Weil die Liga, es sind ja die anderen Teams auch nicht schwach. Und kann das nicht vielleicht aussehen, dass man am Anfang nicht erwartet hat, dass vielleicht drei, vier Teams Also ich glaube, das war das Problem und darum haben wir dann auch gemeint, wir brauchen einen Trainerwechsel. Die Neuzugänge, die sind schwer zu einschätzen. Da kann man denken, Fehleinkauf oder was immer, oder kann es nicht. Weil die haben wir nie gut oder anders gesehen, wie wir es jetzt sehen. Aber wir haben, glaube ich, 20 Mann im Kader vom Vorjahr. Und wir wissen, dass auf jeden Fall viel bessere Fußballer kann. Wir wissen, dass Chelsea besser gewesen ist. Wir wissen, dass der Galvao besser ist. Ich kann alle aufzählen. Wir haben vielleicht zwei, drei Spieler, die in der Form des letzten Jahres eingekauft sind. Und dann müssen wir durchaus bei uns suchen und nicht beim Gegner oder bei Hartberg, ob die besser oder minder geworden sind. Ich sehe die Spieler. Und dass es fehlt, ist Konstanz. Wir haben da dazwischen wieder gute Spiele drinnen. Und wenn es einmal ein kleines läuft und dann mal ins Laufen kommt, dann spielen wir auch einen guten Fußball. Aber wir können es nicht abrufen. Es war jetzt in Linz einfach so, dass wir nach 10 Minuten können 4-0 hinziehen. Dann führen wir 1-0 und dann lassen wir es wieder fallen und dann sind wir innerhalb von 5 Minuten 2 Gold hier.
Das spricht dafür, dass einfach keiner spricht, nicht weil der LASK so gut, die sind gut. Und die haben da einen prima Kader. Vielleicht spricht die einzige Mannschaft, wo ich glaube, dass vielleicht der bessere haben. Aber ansonsten können wir jeden schlagen und wir haben die bessere wie die anderen. Und wir müssen weiter davon Fußball. Und wir können so und wir wollen so. Und da bin ich zu 100% überzeugt. Und wir haben natürlich in Spielen, jetzt haben wir wieder einmal das Torverhältnis für Austria angeschaut. Jetzt haben wir 2 Jahre lang, glaube ich, die wenigsten Tore der Liga überkauft. Jetzt haben wir fast die meisten. Mit der gleichen Verteidigung, ohne einen einzigen Abgang hin. Du fragst dich, wieso gibt es das? Dafür hat man dort eine Erklärung. Ich habe sie nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen. Wir haben nur, dass, wenn der Zeromei nicht funktioniert oder ein Ding, kann man sagen, da ist ein Verkauf, der kann es nur. Vielleicht ist der auch gar nicht angekommen, das wird sich jetzt ausstellen beim neuen Trainer. Aber bei anderen weiß ich, dass mehr können. Ich weiß, dass der Jelson, behaupte ich, der Beflügelste der Liga. Ich weiß, dass der Galvao, für, ich weiß nicht, wie viele Vereine beobachtet wird, weil man ein Riesenpotenzial dahinter vermutet und er so hört. Wir haben dann Goalie, wo ich bei Asbach im Deutschen 2 Jahre die wenigsten Goalie überkommen habe, bei uns auch die wenigsten das letzte Jahr. Und wir haben sehr, sehr viele Spieler, wo ich solche Geschichten erzählen kann. Und dann muss einfach mehr rauskommen. Und das ist einfach in eine falsche Richtung gelaufen. Wir haben da wenige Chancen vernebelt, sondern wir haben wenige gehabt. Und wenn, dann haben wir es auf einmal gehabt, weil es dann gelaufen, weil man befreit gewesen ist. Wir haben schon mal 5 Goal geschossen. Darum haben wir auch relativ viel Goal gemacht. Aber wir haben dann wieder 0-0 und natürlich auch relativ viele Standardsituationen, wobei das ja auch positiv ist, wenn man da gut ist. Aber wir möchten natürlich aus dem Spiel aus wieder besser und attraktiver werden. Und das haben wir gesehen, wie man das Publikum gleich mitnimmt. Wir haben gegen Liefering eine Stimmung gehabt, wunderbare. Innerhalb kürzester Zeit ist das ganze Publikum wieder mitgegangen. Und da, dort werden wir einfach wieder rein. Ja. Zur Sache Trainer. Ich denke mal, es ist schon eine Sache, warum jetzt hingeschritten wird, ihr wollt Ruhe haben, in Ruhe jetzt arbeiten können. Aber jetzt siehst du, ich habe noch nicht einmal einen Vertrag mit dem Laden. Wir haben einen, der hat falsch gestanden. Der läuft bitte. Schauen wir mal, du weißt selber, die Trainer draußen, die werden alle auf dem Job, werden ganz viele trotzdem auf den Job. Es gibt kein Signal, der Laden Rosenwetz ist unser Trainer. Also wirst du weiterhin Angebote kriegen? Ist die Frage, wirst du dir sortieren oder wirst du auch vielleicht selber aktiv auf dem Trainermarkt ein bisschen umschauen? Also wir sind jetzt total auf den Laden Rosenwetz fokussiert. Wir werden mit ihm längerfristig planen. Und aber jetzt einfach aufgrund der ganzen Kürze, wo das Ganze muss man über ganz viele Dinge reden und dann danach werden wir diese Entscheidungen auch bekannt geben. Wir sind definitiv natürlich nicht auf der Suche im Moment. Also nicht mehr auf der Suche? Nein. Okay, aber schon. Nein, mir würde ganz kurz interessieren, was mein Spielsystem oder Spielkultur hier am besten passen würde. Ich versuche das einfach so erklären, so wie ich erkläre zu meiner Mannschaft heute. Wir 22 Spieler haben eine Ball. Deswegen ist für mich Ball wichtigste auf dem Platz. Wir versuchen, oder ich versuche zu meinen Spielern zu mimiken, dass wir diese Ball pflegen müssen. Sobald wir diese Ball verloren, wie soll man diese Ball so schnell als möglich erobern? Also das Ball so viel als möglich ist bei uns zu sein. Klar, dass wir versuchen mal agieren und nicht reagieren. Ich versuche einfach die Mannschaft zu vermitteln, so was ich jetzt auch zu euch vermitteln möchte. Positiv zu sein, Bälle schneller erobern. Wenn wir haben einen Ball mit dem Ball, das wissen wir ganz genau, was möchte man mit dem Ball. Dass wir möchten auf unserem Platz, wo haben wir Ball, Überzahl zu schaffen, schneller Seite wechseln und unsere schnellen Spiele zum Ausnutzen, die wir in Mannschaft haben. So ein Lieblingssystem, wenn du dir das aussuchst? Es geht nicht um Lieblingssystem, da gibt es nicht Lieblingssystem, es geht um dem, so wie Sie gesagt haben jetzt, Spielphilosophie. Es geht um das, dass ich möchte, dass meine Mannschaft Ball so viel in seiner Reihe hat,
natürlich, wenn möglich ist, so schnell zum Tor zu gehen, aber von anderer Seite, das wissen wir, wie wenn Ball befindet sich bei dem Herr Salkic, dass er weiß ganz genau, wohin er mit dem Ball soll und nicht Ball einfach leichtfertig nach vorne zu schieben. Sondern das wissen wir ganz genau, wie und wohin. Das würde ich ganz genau auch mit dem ersten Training zur Mannschaft vermitteln. Sie haben es jetzt positiv gesehen, gerade was die Spieler angeht, oder vielleicht auch Frage an Ungert oder an beide. Wie leicht ist es für die Mannschaft jetzt zum Positivsein nach der doch zum Teil negativen medialen Berichterstattung in den, oder von den letzten Wochen? Ich habe das gerade angesprochen schon. Die Spielen, heutzutage hören wir wie immer wieder, ist auch populär zu sagen, wie muss man positiv zu sein, wie soll man weiter tun, wie haben wir gute Kader. Das sagt eigentlich auch Spieler von dem Horn, das sagt auch Spieler von dem Hartberg, das sagt auch Spieler von dem Liefering, sagt jeder Trainer. Nur es geht um das, wie ich habe schon gesagt, die Spieler sollen sie sich konzentrieren auf ihre Aufgabe auf dem Platz. Und gehen wir wie immer von dem aus, dass wir positiv sein sollten. Ich bin auch positiv. Es soll positiv sein, dass er gesund ist und einfach seinen Beruf ausüben kann. Also ich wiederhole mich noch einmal. Die positiv zu sein ist überhaupt keine Frage. Wer das nicht ist, der möchte auch nicht mit mir weitergehen. Aber nicht, dass man lacht, positiv zu sein. Wenn wir verlieren, wie kann man nicht lachen? Das ist eh klar, dann bin ich aufgeregt, dann bin ich wütend. Nur es geht um das, dass man ganz genau in diesem Moment sagt, ja okay, Kopf hoch und geh mal weiter. Also das meine ich, positiv zu sein. Da muss mich niemand lachen, wenn nicht zum Lachen ist. Aber ich versuche, und das würde ich auch tun, dass zu unseren Fans, dass sie alle lachen können wieder. Lachen von den Ergebnissen, nicht von den, sagen wir, Nicht-Ergebnissen. Aber, Entschuldigung. Es ist wirklich viel Kopfsachen, die schneller scout kann. Wir haben im Trainerwechsel zum Helge Kollwitz. Dort haben wir natürlich hat das nicht mehr gut funktioniert mit dem Edi Stör, der neue Trainer hat gut funktioniert. Noch einmal ein Wechsel vorher aber, sind wir mit dem Hansi Klier auf einem Abstiegsplatz gesehen. Und dann ist der Edi Stör gekommen und ist noch Vierter, war er mit der gleichen Mannschaft. Da herrscht wirklich hier und da sind das ein paar Rädchen, wo man drehen muss. Und auch wenn man jetzt aus dieser Krise, wo nicht wegzuleugnen ist, rauskommen und wir werden rauskommen, dann ist jetzt meine große Vorbilder sind dann einfach ab Mira Wacker, wo fast abgestiegen ist, im nächsten Jahr aufgestiegen ist. Kapfenberg, nur durch eine Lizenzverweigerung dann Player bist und im nächsten Jahr Meister geworden ist. Und jetzt, die sind zwar noch nicht so weit, wenn wir schauen, ob sie es schaffen, aber Mattersburg letztes Jahr bis zum letzten Spiel ziert hat und jetzt sind es Punkte gleich Tabellenführer. Und da braucht es nicht unbedingt 7 neue Leute, da braucht es hier und da einfach einen neuen Geist. Da braucht es so wieder einfach, dass ein paar Spieler wieder motiviert sind, weil einfach einer vielleicht einmal denkt, bei dem Trainer komme ich keine Chance über oder er hat sehr gehen oder irgendwas, ob das berechtigt oder nicht ist. Es gibt das im Fußball. Und darum kommt ein neuer Trainer und bringt neue Dinge hin. Und ich glaube jetzt beim Laden, ich weiß nicht, wie sehr empfehlen, und dann habe ich das erzählt. Mir gefällt vor allem das hat mir ein kleines gefällt, und zwar genau diese Philosophie. Und dort haben wir gut gespielt, wenn wir gesehen haben, da ist der Ball und den Wämmer, und dann musst du heutzutage fast in Rudelbildung vorgehen, nicht als Schichtarbeiter, einer, dann kommt der Nächste, dann kommt wieder einer, dann nimmt man die alle ab. Du musst Überzahl haben im Ball. Es müssen alle den Ball wählen, wenn wir das herbringen. Man sieht all Ballbesitz. Es geht nicht um einen langen Ballbesitz, weil man Hirndersche spielt und 7-mal hin und her. Es gibt auch lange Ballbesitze. Es geht darum, dass man den Ball schnell wieder hat und dass man einfach aggressiv tragt und dann passiert nämlich noch einmal, und das ist unser Klärbehandel. Dann nimmst du nämlich auch das Publikum mit und wenn das Publikum mitnimmst, hast du auch wieder Heimvorteil. Und dann kann man daraus wachsen. Und dort bin ich sehr optimistisch, dass wir dort jetzt auf einen rechten Knopf drückt haben. Ich hoffe es einmal. Vielleicht noch ein Wort zum Helge, Hubert. Weil du ganz kurz angesprochen hast, du hast mit ihm einen Termin vereinbart. Was schwebt aus deiner Sicht, aus Vereinssicht vor, wie der Helge weiterhin im Verein oder für den Verein arbeiten kann?
Da gibt es so ganz genaue Vorstellungen, aber sicher nicht die, wie wir neu gestanden sind, nur mit der Kompetenz zum alles Entscheidendes. Geht natürlich nicht, es geht immer im Fußball um finanzielle Dinge. Und wir haben nie einen Spieler geholt, wo ich nicht einen besseren gewusst hätte. Nie. Es geht immer um das, was ist gerade noch finanziell machbar. Und das ist natürlich der springende Punkt. Und wenn wir einen guten Mann haben, wo du den, was tut, aber zurück auf Helge, ja. Ist einfach die Frage, ob es dem Helge gelingt oder wenn er will, da mit da, dass er in der Lage ist, auch Geld darauf zu stellen, dass er das Spiel möglich hören, wo im Moment nicht möglich ist. Und wo er vielleicht einfach sagen kann, und da habe ich einen, das machen wir dann so, und dann kommen wir weiter. Natürlich, auch um Vierende, das ist, glaube ich, nicht die große Kunst. Es geht darum, dass man es finanzieren kann. Und der Helge ist ein sehr guter Werbeträger, kommt auch in Lüttern und darum traue ich mal zu, dass ihm dieser Spagat gelingen könnte. Ob man will, ist die Frage. Das ist die große Frage. Länger tut man dann nicht. Kann natürlich auch sonst Ideen haben. Er hat jetzt so uns gebeten, dass er über das Wochenende auch nachdenken kann und was er ihm bringt. Das muss ja nicht immer ein Sponsor oder Geld sein. Das kann auch das Geld wert sein, wenn man was weiß ich, irgendwelche Aktionen oder irgendwelche Ideen gebiert, wo weiterbringend, dann ist das Geld wert. Ja, für euch wäre es ja ein doppelter Gewinn, oder? Du warst ja sowieso auf der Gehaltsliste und ihr würdet weiterhin arbeiten. Ich bin der Meinung, das wäre Win-Win, weil auch er sich weiterbilden könnte. Und mir ist natürlich auch klar, auf einer anderen Seite, wenn der Helge ist natürlich in erster Linie sich das als Trainer und wenn da morgen ein Anruf von St. Pölten kommt und er kann dort mal ein Cheftrainer sein, dann wird er dort dahin gehen und dann wünsche ich mir viel Glück. Und das Sotterotto, ich glaube, das ist mehr wie legitim. Und das andere ist einfach zum den Horizont und zum einfach kompletter werden. Und dann geht er vielleicht einmal den Weg, wo viele gegangen sind, vom Fußballer etc., wo dann hat er mal Sportchef oder irgendwas noch mal werden können. Und so ist man meistens schon direkter dann. Gut, wenn es nichts mehr gibt, dann bedanke ich mich für das große Interesse. Wenn der ein oder andere will, um 16 Uhr haben wir Training und dann sehen wir, wie die Spieler voll Motivation dem Trainer zeigen werden, was sie können. Okay, vielen Dank. Und es gibt ein Ding, wo alle sehen, am Ende bleiben sie uns gewogen.